Android Talk wird gesponsert durch K&M Computer. Große Auswahl, kleine Preise und gut beraten. Hallo und herzlich willkommen bei Android TV und Android Talk. Ich bin's, der Matt Jackson. Und Daniel. Daniel ist auch da. Ja, bin da. Er hat's überlebt für die fünfte Sendung heute. Ja, Wahnsinn. Thema ist Google, Weltmacht oder Philanthrop. Wie bitte? Philanthrop. Ja, Philanthrop. Hm? Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Ich ja. Nämlich nicht. Hat uns die Redaktion hier so reingeschickt? Ja, Schweine. Soll ich es erklären? Ist bestimmt was Nettes, oder? Ja, ist was Nettes. Ist irgendwas mit Menschenfreund und Menschenliebe und dass die sich so verhalten und viel Gutes tun. Okay. Ja. Wie ist deine Einstellung zu Google, beziehungsweise deren, was sie so machen? Ich glaube, da brauchen wir den Zuschauern nicht viel zu sagen. Ne? Jeder, der ein Android-Handy hat, weiß natürlich auch, was Google hat, was Google alles kann, nach den erst kürzlich veränderten Datenschutzbestimmungen. Na, also wir können ja wirklich mal vorne anfangen. Also es ist tatsächlich so, dass, das wissen vielleicht manche nicht, dass wenn man ein Android-Handy hat, man sich einen Google-Account holen muss. Ja. Also man kommt nicht dran vorbei. Ja. Ohne den kann man sein Android-Handy gar nicht richtig installieren und einrichten. Das muss man also einrichten. So. Damit bekommt man erstmal eine Google-Mail-Adresse und einen Google-Account mit allem, was da so dazugehört, inklusive so ein Google Drive-Account und allem drum und dran. Da sind auch Push-Mails mit bei, also man kann sich den Exchange-Server sparen und so. Also es sind schon viele coole Sachen, die man gratis kriegt. Das ist auch was generell, was ich Google sehr hoch anschreibe sozusagen. Aber sie sind Informationssammler und das ist nicht zu knapp. Und das ist noch nett ausgedrückt. Und darüber kann man geteilter Meinung sein. Und ich glaube, darüber kann man sich heute ganz gut unterhalten. Ja, also ich bin ja jemand, der zum Anfang sich generell völlig dagegen gesträubt hat. Also sich dagegen gesträubt hat, seine Daten in die Cloud zu schicken, also man muss ja einfach mal fairerweise sagen, ich weiß ja nicht, ob das Taktik ist, aber Google gibt ja erstmal so ziemlich alles umsonst raus. Und da sind eine Menge wirklich gute Software dabei. Google SketchUp beispielsweise, ja, kennt wahrscheinlich kein Schwein. Eine 3D-Software, mit der man also Wohnungen dreidimensional nachbauen kann, kostenlos, hat super viele Features, die manch andere Programm wahrscheinlich für mehrere tausend Euro gerade mal bietet. Also wirklich ein super geiles Programm. Um nur ein Beispiel zu nennen, aber Google Picasa beispielsweise, Webalbum, Bilder-Webalbum, was ich glaube eines der ersten noch vor Facebook war, die Gesichtstagging gemacht haben. Also wenn du das Gesicht erkannt und gibst einmal den Namen ein und nicht nur du weißt denn oder deine Bilder innerhalb deines Albums wissen, wer denn das ist, sondern Google weiß es. Und ja, allerdings muss ich sagen, irgendwann hat es ein bisschen bei mir nachgelassen, mich dagegen zu verwehren, weil aus dem einfachen Grunde, um mal ein einfaches Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt nicht möchte, dass Google meine Telefonnummer von Arbeit, meine zweite Büronummer, meine Home-Nummer, meine ganz Privatnummer, meine erste Handynummer, meine zweite Handynummer, meine Faxnummer, meine Adresse, keine Ahnung, alles haben wollen, dann und ich das nicht eingebe in die Kontakte, beispielsweise Google Kontakte, Google Mail, Google Kalender etc., bin ich ja trotzdem davor nicht gefeit, dass es Google nicht hat, die Daten. Denn wenn du als mein Bruder mich als Kontakt angelegt hast, das ist sowieso. Genau, inklusive Bild, weil man möchte das Feature ja nutzen auf dem Handy, da ruft einer einen an und du möchtest gleich wissen, anhand des Bildes, wer ist es? Also gibt man auch, wenn man ein Bild zur Verfügung hat, das auch noch gleich mit in die Kontakte. Das heißt also, Google hat da eigentlich schon das Komplettpaket. Um das Ganze mal noch ein bisschen weiter zu spinnen,
Google Wallet, Bezahlsystem. Das heißt also inzwischen, ich glaube in Deutschland kannst du jetzt mit den auf dem nicht mehr, heißt ja nicht mehr Android Market, ich will mal Android Market sagen, Google Play Store. Mhm. Kannst du ja jetzt auch mit Telefonrechnung bezahlen. Ich glaube, alle vier großen Provider bieten das inzwischen an. Ich bin mir nicht sicher, O2, keine Telekom Ahnung. Und Vodafone auf jeden Fall. Mhm. Und aber vorher war es ja eben auch mit Kreditkarte, aber selbst da wissen sie denn schon mal deine Daten in Anführungsstrichchen, wenn man okay. jetzt mal davon ausgeht, dass da eine reale Person dahinter ja. steht. Okay, lass mal genau da ansetzen, ja, und lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, das ist viel entscheidender. Google, also die sammeln viele Daten, die haben sie irgendwie überall auch auf verschiedene Arten und Wege, das heißt, man kann sich da eigentlich nicht so gegen wehren. Aber jetzt ist die Frage, ist nur die Tatsache, dass man sich dagegen nicht wehren kann, dann der Grund zu sagen, okay, deshalb mache ich da mit? Das ist es in meinen Augen nicht, weil dann können wir auch sagen, okay, keine Ahnung, also sich dem so irgendwie aufzugeben, finde ich jetzt nicht so gut, sondern man sollte vielleicht eher so hinter die ganze Geschichte gucken. Ja, warum ist Google so erfolgreich? Google handelt oder verwertet Informationen. Ja, für andere. Die haben angefangen, Webseiten zu durchsuchen, da Informationen zu sammeln, die aufzubereiten. Sie haben jetzt ihre Suche verfeinert. Es gibt einen sehr, sehr ausgeklügelten Suchalgorithmus. Dann haben sie Services daran geknüpft, dass das auch mit E-Mails funktioniert. Du kannst deine Postfächer sortieren. Du kannst Google Maps benutzen. Das ist alles miteinander verknüpft und so weiter und so fort. Aber im Kern handeln sie mit Informationen. So. Und der Vorteil für mich ist, dass ich diese Informationen dann zur Verfügung habe, was ich früher nicht habe. Wenn mich irgendjemand was fragt, sage ich, hast du es schon gegoogelt? Und meistens hat er es nicht gemacht, weil er da die Lösung schon gefunden hätte. Aber über das, du sagst, die sagt. Handeln damit, was wo drin besteht der Handel? Wenn ich eine Suche eingebe, kostet mich das doch kein Geld. Ja, dich nicht, aber sie verdienen Geld durch die Werbung, die sie schalten in den Suchergebnissen. So. Du meinst, wenn man jetzt selber als Unternehmen weit oben in den Suchergebnissen sein möchte, dass man denn dafür bezahlt, weil Werbung nee, sehe ich da ja erstmal auch nicht. Du kannst ja auch AdWords schalten, die sehen ja so aus wie Google, wie an normale Google-Anzeigen, steht dann zwar Anzeige drüber, aber 90%, also es hat mal eine Umfrage gegeben, dass 90% der ja, Leute denken, meine ich. Dass Anzeige heißt, dass also da was angezeigt wird. Also eine Suchanfrage, die aber eine bezahlte anklicken. Suchanfrage ist. Genau. So. Bei Unterwerbung sehe ich jetzt erstmal diese typischen Banner oder sowas, aber du meinst jetzt einfach, ein Unternehmen will einfach unter den ersten dreien sein und diese eingerahmten Dinger, genau. die bei Google da immer sind, das sind die, die haben bezahlt dafür, dass sie da genau. oben stehen. Genau, aber, und das muss man auch sagen, das ist egal, wie viel die bezahlen, nur ob das, was hinter dem Link liegt, relevant ist für das, was die Leute suchen, werden die geschaltet oder nicht. Das heißt, es ist nicht abhängig davon, und da kommen wir gleich ein bisschen auf die Philosophie von Google zu sprechen. Es kommt nicht darauf an, dass jemand 50 Euro dafür zahlt, dass er da ganz oben steht in der Suchanzeige, sondern es reicht vielleicht, wenn er nur 2 Euro zahlt, wenn sein Content aber wertvoller ist als der von dem, der 50 geboten hat. Das heißt, Google sagt, ich will immer die wertvollsten Informationen liefern, ich will immer meinen Usern das Beste tun, egal ob ich damit viel oder wenig Geld verdiene. Und das ist ein Prinzip, was sich durchgesetzt hat. Google ist eins der größten Konzerne auf dieser Welt mittlerweile und ist eine Weltmacht und deswegen passt dieser Titel in meinen Augen auch. Aber sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, sei nicht böse, don't be evil, man kann auch mit guten Dingen Geld verdienen und das tun sie. Aber sie verdienen ihr Geld mit Informationen und das heißt, dass nicht nur ich Informationen konsumieren kann, also welche nehme, sondern ich muss auch welche geben, wo ich mich befinde, ob gerade Stau ist auf der Straße, auf der ich fahre, was ich gerne für Werbung oder was ich gerne für Produkte kaufe, dass die mir dann passende Produktwerbung zeigen können und so weiter. Und davor haben viele Angst. Ich habe letztens gelesen, also es gab ja einen riesen Aufriss, ich weiß nicht, vor einem Jahr, als bei Apple rauskam, dass sie GPS-Tracking machen, ja. Also dass es auf Servern ausgewertet wird. Das ist bei Google genauso, da gab es ein bisschen weniger Theater, ein bisschen, aber der war schon breit getreten. Ja, kleines Beispiel. Ich habe ja jetzt durch hier Apple Jellybean drauf. Ja. Mhm. Und bei Jellybean ist jetzt dieses Google Now dabei. Mhm. Und Google Now, als ich das erste Mal gestartet habe, hat er mir gesagt, wenn ich jetzt von zu Hause losfahre zur Arbeit, brauche ich 19 Minuten. Mhm. Und da war ich doch ein bisschen erschrocken. Und jetzt sagt er mir auch hier, ich brauche 33 Minuten von hier nach Hause. Das ohne, dass du eingegeben hast, dass du nach Hause willst, oder was? Ohne, dass ich eingebe, dass ich nach Hause will, genau. Aber ihm ist klar, dass ich mich zu bestimmten Uhrzeiten zu Hause befinde. Ja. Und dann weiß er, dass ich zu diesen Uhrzeiten normalerweise nach Hause okay. fahre. Ganz also kurz, schlägt er mir das jetzt vor. Was ich noch sagen wollte, ich habe letztens gelesen, dass, also das ist ja schon eine Stufe weiter, was ich aber gelesen habe, dass sie jetzt auch noch sukzessive in irgendwelchen Abständen
nicht nur das GPS-Tracking machen oder die Funkmäste auswerten, sondern sie wollen auch die Kamera des Handys, die Frontkamera ab und zu einschalten und sie wollen auch das Mikrofon ab und zu mal einschalten. Unabhängig davon, dass übrigens das, was Siri oder das Pendant dazu eben von Google, dass die Auswertung ja über Server, wobei Google Now jetzt glaube ich nicht mehr über einen Server läuft, sondern ich glaube, das geht auch offline, ne? Ja, die Spracherkennung geht offline, aber die Infos muss er online haben. Okay. Auf jeden Fall erfragst du da ja auch ziemlich intime Dinge aus deinem Lebensbereich. Und wenn es tatsächlich so ist, dass die Kamera plötzlich mal ein Tracking macht oder die Mikrofone des Handys ein Tracking machen, um unter dem Pseudonym, übrigens noch 2 Minuten, 12 Minuten haben wir immer, unter dem Pseudonym, wir wollen ja nur dein Leben auswerten, also, ja, um dir die bestmöglichen Informationen zu liefern. Wir wollen dich kennenlernen. Da habe ich ein bisschen Angst vor so viel Macht. Ja, und ich, um es jetzt mal bis ins Exzess weiterzuspinnen, wer so viel Informationen hat, ich frage mich solche Leute wie Bundesnachrichtendienste, FBI, CIA, MI6, was weiß ich. Die suchen auch bei Google 100 Pro. Nein, nicht nur die suchen bei Google, die werden sogar noch intimere Daten von Google bekommen als der Otto-Normalverbraucher. Wieder nicht so sicher. Weil, naja, also wer hat denn, also ich denke, selbst Geheimdienste können nicht so weit gehen wie Google an sich. Hallo? Sie tracken dein Telefon und sie können aufnehmen, das, was du sprichst, was du die Kamera aufnehmen. Also, hallo? Sie sind mitten in deinem Wohnzimmer. Ja gut, also das ist, dass sie mal vielleicht ein Projekt gestartet haben und darüber nachgedacht haben, ob sie das machen, glaube ich schon. Ob sie es tatsächlich wirklich planen, was wie heißt, du jetzt sagst. Ob sie es offiziell machen, würde ich mal dazu sagen. Wer weiß denn, ich habe ein Quad-Core-Handy mit 1 GB RAM. Das ist ein super schnelles Ding. So viel hatte ich vor 3 Jahren nicht mal im PC drin. Du merkst es doch gar nicht, was die machen mit deinem Handy. Ja, aber du hast eine permanente Internetverbindung. LTE demnächst. Weiß ich nicht, mit 100 Mbit die Sekunde schnell. Ja. Also, du kriegst ganz doch, ehrlich, du rallerst das doch gar nicht. Bei Verschwörungstheorien leuchten bei mir mal die Alarmglocken, ja? Alle glauben immer bei DSDS, alle, die da anrufen, das wird gefälscht und dann nehmen die doch den haben sie wollen. Wieso denn? Sie werden doch ein Idiot. Ich will nicht von Fälschen reden, ich will einfach davon reden, dass ein Unternehmen unendlich viel Macht hat. Ja, und aber ich frage mich, um es mal wirklich jetzt Endzeitstimmung zu spinnen, ich übertreibe jetzt. Was passiert, wenn es irgendwann mal wirklich eine Weltmacht ist? Wenn es so wie USA, wenn es so wie Russland, wenn es eine Macht ist und wenn es sogar so weit ist, da es ja eine Weltmacht ist. Gut, du hast noch 10 Sekunden. Wenn es lass die Macht da, ist ja, der ja, Erde. Lass mich da kurz noch ganz auf, dazu was sagen. Dann benutzen wir es nicht mehr. Das kannst du ja gar nicht. Doch, klar. Ich kann von heute auf morgen kann ich sein lassen, Google zu nutzen. Vergiss es. Android ist das zweitstärkste Betriebssystem. Es muss ein anderes geben. Never. Die sind einfach so stark, dass du darauf nicht mehr verzichten kannst. Ich sag nur die Datenschutzbestimmung. Da hieß es, du unterzeichnest jetzt eine für alle und wenn du es nicht gemacht hättest, naja, dann hättest du dein Android-Handy in die Tonne kloppen können. Ja. Spitze, ihr seht, 12 Minuten sind vorbei, wir sind gar nicht zum Ende gekommen. Ja, überhaupt nicht. Können noch einen zweiten Teil geben. Es ist ein absolut heißes Thema. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein, was ihr dazu denkt. Es ist ein heißes Thema. Wie seht ihr das? Nehmt ihr es in Kauf? Habt ihr keine Panik? Lebt ihr nach dem Motto, ich habe nichts zu verbergen, also brauche ich auch keine Sorge haben? Anderes Ding, denkt an unser Gewinnspiel. Ja. Wir verlosen Odysseelio als Hauptpreis. Dann gibt es 3 solche Bücher. Android Apps entwickeln. Ja, entwickelt, mit mir zusammen. Ist Hammer. Eine DVD drinne. Ja. Und dann gibt's 3-mal ein Jahresabo von Androids User der Zeitschrift. Das könnt ihr als Hardware haben, also noch eine echte Zeitschrift aus Papier. Eine oder echte Zeitschrift? Online, wie aus ihr wollt. Papier? Und zu guter Letzt gibt's noch hier, Daniel und ich haben's schon an, Androids TV T-Shirts. Könnt ihr euch aussuchen, in welcher Farbe. Und mit welchem Schweiß, ob mit meinem welcher oder mit Größe, seinem. Genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die durchgeschwitzten Dinger von uns haben. Ja. Von dem Studio Scheinwerferlicht, die stinken auch ordentlich. Na, deine stinken, meine duften. Können wir auch noch unterschreiben mit einem Autogramm. Ja. Also das war's von hier. Schreibt viel in die Kommentare rein und vor allen Dingen schreibt auch mal in die Kommentare rein, ob ihr noch bestimmte Themenwünsche habt.
die kontrovers von uns beide diskutiert werden können. Ja. Das war's. Bis nächste Woche von der fünften Sendung Android Talk von Android TV. Und? Ich bin der Matt Jackson. Und ich bin der andere. Der andere. Der ist nächste Woche bestimmt auch wieder dabei. Ja. Tschüss.